Ist die Gesundheitsversorgung in ländlichen Räumen für die Zukunft gesichert? Die Bundesärztekammer hat jüngst darauf hingewiesen, dass ihrer Einschätzung nach 6.000 MedizinerInnenplätze fehlen werden, die dazu führen, dass die gesundheitliche Versorgung nur angestrengt durchzuführen sein wird. Mit der digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck hat die Lebenswissenschaftliche Fakultät eine Projektstruktur entwickelt, die sich über die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Region des Dreiländerecks Gedanken macht. Und dazu gehört das, was wir die Datenmedizin nennen. Eine Datenmedizin hat eben auch die Patientin, den Patienten im Mittelpunkt. Und es geht im Kern darum, dass wir als Patientinnen und Patienten selbst mithelfen können durch Datenaufnahmen von der Diagnose über die Therapie bis hin zur Nachsorge, aber insbesondere auch im Bereich der Prävention zu helfen, diese Datenmedizin erfolgreich zu machen zu unserem eigenen Nutzen. Und über die neuen Schritte, die wir in der DMGD jetzt planen, handelt die Sommerkonferenz. Es mögen zunächst Ängste da sein, dass Digitalisierung dazu führt, dass der Kontakt mit der Hausärztin oder dem Hausarzt fehlt. Aber eigentlich soll es darum gehen, dass die wichtigen Hausarztgespräche, dass die stattfinden können, dass dafür Zeit ist und dass das einfache Aufnahmen von Gesundheitsdaten, dass die vielleicht digital von zu Hause aus, von den Patientinnen und Patienten selbst oder vielleicht auch mit einer nichtärztlichen Betreuung erfolgen können und dann eben die Zeit bleibt für die wichtigen Gespräche mit der Ärztin, mit dem Arzt. In unserem Projekt DigiDocs geht es um eine Machbarkeitsstudie in der Kooperation zwischen der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Uni Siegen, unseren niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten und der Stadt Lennestadt, herauszufinden, welche Instrumente der Telemedizin tatsächlich in den Praxisalltag so implementiert werden können, dass sie am Ende zu einer Entlastung beitragen. Im Gegensatz zu einem doch sehr anonymen Callcenter-Modell geht es hier darum, die Telemedizin tatsächlich in den Praxisalltag zu implementieren. Die Menschen sind offen für Digitalisierung, zumindest da, wo sie wirklich weiterhilft und keine zusätzliche Belastung auslöst. Wir haben festgestellt, dass es insgesamt eine große Offenheit zum Thema Digitalisierung gibt. Denn am Ende müssen die Hausärzte entscheiden, was ihnen tatsächlich im Praxisalltag weiterhilft. Also keine zusätzliche Belastung, sondern tatsächlich eine Entlastung. Um diese Vorhaben weiter voranzutreiben, hat sich die DMGD das Ziel gesetzt, ein Kompetenzzentrum zu gründen. Unter dem Namen Digitale Praxis soll die Expertise der Kooperationspartner gebündelt werden. Sie beschäftigen sich mit gesundheitlichen Versorgungskonzepten der Zukunft, etwa mit dem digitalen Zwilling. In verschiedenen Arbeitsgruppen werden im interdisziplinären Austausch gemeinsam Projekte entwickelt und von nichtwissenschaftlichen Akteuren aus Industrie und Gesundheitswesen begleitet.